Im letzten Part sind wir auf Route 9 angekommen, haben ziemlich viele neue Pokémon kennengelernt und ja, ich habe jetzt hier wieder Snomnom im Team reden. Können wir denn mit unseren Pokémon reden? Snomnom ist ziemlich unruhig. Wie geht's? Beste Laune zu haben. Erzähl mir mehr. Los, spielen wir. Hey, kann ich mit ihm alleine spielen oder was? Nee. Komm her, Snomnom. Ja, er kommt wieder. Oh, bei dem Pokémon ist es so, dass man muss, also das gab es schon öfters, man muss die Freundschaft pflegen, damit es sich entwickelt für uns, als sein Freund sozusagen. Und ich würde sagen, das machen wir doch jetzt mal. Ich hoffe mal, es reicht. Ich habe jetzt schon etwas lang das gemacht. Inteleon, wow, das habe ich nicht gedacht. Aber anscheinend noch nicht. Naja, ist nicht schlimm. Wir sind wie gesagt auf Route 9 angekommen und haben den Plan, gerade nach Spikeforth zu gehen. Doch erstmal bekämpfen wir dich hier. Beim Angeln und beim Kämpfen kommt es in erster Linie auf den richtigen Typ an. Oh, und mir fällt gerade auf, ich habe gerade nur Inteleon und Snomnom. Ja, ich hoffe mal, Inteleon ist an erster Stelle, weil Snomnom ist jetzt noch nicht so der Stärkste, muss ich sagen. Ja, Gott sei Dank. Okay, was ist Hagelt mal wieder? Bin ich ja schon gewöhnt. Ich war auch beim Pokéstop und habe mal meine Pokémon geheilt, bevor wir hier noch, keine Ahnung, was passieren könnte. Aber dieses Baldorfisch ist gar nicht mal so schlecht und ich verstehe nicht, warum das einen englischen Namen hat. Nur mal so am Rande gemerkt. Wird er auch getroffen, weil dann ist er jetzt auf jeden Fall down. Sehr schön. Auch kommen. Aber Inteleon kassiert auch ganz gut, ja. Gift ist anscheinend echt gut. Naja. Kaboom. Ich hoffe mal, die hat nicht mehr. Oh Gott sei Dank, geht schon. Ah, es ist sogar sehr effektiv, oder was? Stand da nicht sehr effektiv? Ich weiß nicht. Hat sie jetzt noch eins? Weil da muss ich auf jeden Fall mich heilen, weil ich kriege ja sowas von aufs Mull. Gufa. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss aber bei Inteleon bleiben. Oh, das sieht aber nicht so stark aus. Na, wenigstens. Jetzt tue ich erstmal Giftheiler. Nee, es muss hier sein. Para, nein, Gegengift. Gut. Und dann wird diese Anglerin gleich mal weggefetzt. Wieso fällst du denn auch noch rein in Verhöhner? Mensch, Mensch, Mensch. So, wow, es macht ganz gut Damage, deswegen denke ich mal, es wird fast down sein, aber noch nicht ganz, ne? Meine Vermutung und, nicht ganz, okay. Was auch nicht sehr effektiv ist, aber passt trotzdem. Setzt nur Härtner ein, gut. Meinetwegen. Ist jetzt nochmal von Hagelkörnern getroffen, dann ist eh so gut wie down eigentlich. Präzisionsschuss, let's go. Ich fange ja die Animation. Jawohl. What, was ist das denn für eine Fähigkeit? Oh nö, mein Inteleon stirbt. Bitte sei down. Ah doch nicht, weil die Hagelkörner wirken nicht mehr. Mit einem Team aus stachlichen Pokémon zu verlieren, ist alles andere als spitze. Dieses Wort wird immer. Okay, hier gibt es auch schon mal neue Pokémon. Doch jetzt gibt es erstmal wieder ein paar Entwicklungen. Ich habe da was vorbereitet. Ja, hier 4 Stück, um genau zu sein. So, Weiler kommt mal dahin. Achso, ups. Dann das da muss weiter oben. Dieses Mantirps ist auch ein sehr, sehr komisches Pokémon. Und zwar ist es bei dem so, es muss einfach ein... Ja, komm, tun wir noch Rivex ins Team. Es muss ein Rimoraid da sein, damit es sich entwickeln kann im Team. Ich demonstriere es euch mal kurz. Da Bonbons. Erstmal, upsie, sortiere nach Kategorie. Dann gebe ich einfach mal ein M. Das wird ja hoffentlich reichen. Ah, wohl 2, komm. Ah, nicht mal das reicht, okay. Dann noch 2 S hinterher. Ups. Es muss vor allem ein Remoraid sein, es darf nicht die Weiterentwicklung sein. Und dann entwickelt sich ein Mantirps. Sehr weird, aber gut, ich wäre auch nie drauf gekommen. Hab's halt so aus Zufall gesehen und dass dieses Level auch passt, beziehungsweise ich glaube, das Level ist sogar bei ihm egal, also ja. Und dann wird es zu einem noch mächtigeren Rochen, nämlich Mantax.
Flugrochen-Pokémon. Schwimmt es schnell genug, kann es über die Wellen springen und bis zu 100 Metern durch die Lüfte fliegen. Ja, das habe ich schon öfters gesehen. So, jetzt können wir nämlich auch Remoraid. Wie viel Leben? Oh. Ja gut, bei Weilmar würde ich sagen, Sonderbombe. Aber bei Gastella auch anscheinend, okay. Zack, Weimar Amnesie? Nee, passt schon. So, und dann entwickelt sich Weimar zu einem riesigen Wal. Ich glaube, das ist Gen 3 Pokémon. Ich kann mich da verbessern. 2 oder 3 bin ich mir sicher. Mehr auch nicht. Das wird zu einem Vailor. Okay. Flutwall-Pokémon springt erst mit seinem gewaltigen Körper eine Welle ab, kann das Gegner allein mit der Luft des auf. Ah ja, okay, krass. Und dann, ach ja, stimmt, auf Garstella. Ich habe ja eh genügend von diesen Sonderbonbons. Gleich geht's weiter auf Route 9, keine Sorge. Ich möchte euch bloß noch ein paar coole Entwicklungen zeigen. Garstella hat auch eine super coole Entwicklung. Da wird nämlich ihre Haare noch krasser. Und ja, es schwebt eigentlich in der Luft. Agrostella. Um den kalten Wasser der Galar-Region zu trotzen, bildet sein Bein einen Kuppel, der ein Interesse mittels Körperwärme aufheizt. Ja, es ist ja von ein Alola-Pokémon, deswegen kann ich das gut verstehen, dass es hier kalt ist für es. Ne? Okay, und jetzt noch zu guter Letzt ein Remo. Nein, Moment, da reicht ja ein M. Ne? Ja, nice. Und dann entwickelt sich auch das Remoraid. Ich gönn's dem Fisch. Ist leider nicht das Gen 8 Pokémon, aber ist ja auch egal. Wird auf jeden Fall zu einem Octillery oder so. Der Larry. Hochdruck-Pokémon. Es fühlt sich instinktiv in Löchern um, wo es nun schläft, auch am liebsten in solchen, wobei es mitunter den Schlafplätzen von anderen einnimmt. Octazooka. Das hört sich auch krass an. Alright, sehr schön. Dann hole ich mir jetzt noch meine Standard-Pokémon. Unter anderem Snomnum. Ins Team, weil Snomnum ist jetzt in nächster Zeit mein festes Mitglied, würde ich sagen. Und ich würde sogar sagen, ja, Geradax kommt jetzt noch ins Team. Dann lasse ich mal Kramor ein bisschen draußen. So, und was habe ich hier jetzt noch? Ach, das ist die Vorentwicklung von, ja, das ist auch Gen 8. Vorentwicklung von diesem Octopus, den wir im letzten Part gesehen haben. Das ist einfach von Typ Kampf und das ist ja super cool. Ah, ich versuche sowieso wieder mit ein paar Flottbällen, meine ich. Ganz flott, komm. Ich denke aber eigentlich, dass Kampf-Pokémon ziemlich resistent sind. Aber das lässt sich fangen. Das ist super. Dann lesen wir mal wieder einen Pokédex-Eintrag von 8 Gen 8 Pokémon. Balg-Pokémon. Zur Futtersuche kommt es an Land. Es ist sehr neugierig, weshalb es alles, was es sieht, zunächst einmal mit seinem Tentakeln haut. Ah ja. Also ich zeig's euch mal kurz, welches Pokémon das die Weiterentwicklung ist. Es ist, also das ist die Vorentwicklung von... Wo ist es denn? Hab ich's hier? Hä? Ah ja, von hier, von Kaokto. Was ich schon auf Level 50 gefunden habe, okay. Krass. Gibt's hier süßes, ewiges Eis. Soll ich sagen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, waren wir hier schon überall? Bin mir da nicht sicher. Ah nein, genau, waren wir nicht. Ja, da ist dieses Kaokto ja auch schon wieder. Alright, hier ist nur das, okay. Aber gibt's hier wirklich keinen anderen Weg mehr? Ich hatte das irgendwie in Erinnerung, genau, dass man hier noch lang kann. Dann werden wir uns hier mal noch ein bisschen umschauen. Ah ja, guck mal an. Hier ist unter anderem mein Trainer. Ja, komm. Komm her. Ich verstehe zwar nicht, was ihr alle für Probleme habt, dass ihr, ja, euch einfach bei Minusgraden in Badehose dahinstellt. Aber gut, Olaf. Ich truste dich mal nicht. Okay. Ah, das ist dieses krasses Pokémon, das sich zu einem Schwarm machen kann. Fischschwarm, ja.
Genau das meinte ich, aber ich weiß gar nicht, wann es sich zu dem Schwarm macht. Auf jeden Fall sieht es so viel krasser aus und ist auch viel krasser. Aber wir haben wenigstens was Effektives. Wow. Einfach eine normale Attacke ist das Stärkste. Das sieht so unrealistisch immer aus, aber gut. Oh, nice. Wird auch von Hagi können. Das Hagi-Tier, aber gefühlt gibt es hier nur Wasser-Pokémon. Oder halt ein Oktopus, der im Wasser lebt, aber ein Kampftyp hat. Obwohl ich das gar nicht weiß, ob dieses Kaoktu, oh mein Gott, ist das stark. Kaoktu Wasserkampf ist, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. So, dann, ah ja, guck an. Dann mache ich mit einer Psycho-Klinge jetzt mal down. Vor allem, weil wir von Silembrim, glaube ich, noch nie diese Psycho-Klinge gesehen haben. Deswegen mache ich das jetzt mal. Ja, schaue ich da auch anfangen. Ja, haben wir noch nie gesehen. Ach, schön. Gott sei Dank. Ich krieg zwar noch Damage. Ich hoffe nicht zu viel. Ach, ja. Zum Thema. Aber wenigstens stirbt es jetzt. Und ich nicht. Nein. Gut. Krasses Pokémon eigentlich, dieses Lusaridin. Solange es im Schwarm ist. Ohne den Schwarm ist es halt echt am Arsch. Na gut. Wailord. So, dann mache ich einfach Gravitation. Dann wird es schon passen. Ah, die Route ist echt riesig und nicht so linear, das gefällt mir. Wow, ist das riesig. Das Pokémon, ja, perfekt. Gravitation ist sehr effektiv. Ist ja auch eine Pflanzenattacke, wie ich es mir gedacht habe. Und Wailord ist damit One-Shot. Das ist super, weil dann kriegt Drapfel wenigstens komplett kein Damage, auch nicht durch den Hagel. Und erreicht sogar Level 48. Okay. Ich habe meine Pokémon und ich muss uns wohl noch ein bisschen mehr aufwärmen. Na, da wäre ich auch für. So, oh Gott, ich mag nicht in die ganzen Pokémon reinschwimmen. Ah ja, guck mal, hier ist jetzt endlich Ende. Obwohl wir... Ach, hier ist einfach gar nichts. Wieso auch immer hier nichts ist. Nicht mal irgendein Schimmern oder so. Na, Kaoktu, geh weg. Ich habe ich schon. Ja, okay, und jetzt geht's hier weiter. Ah ja, guck an. Perlen. Krass. Nee, ich glaube, ich gehe jetzt erstmal hier hin. Ja, bevor ich was anderes mache. Mann, das wollte ich nicht. Klopto. Kloptopus. Dich habe ich schon. Und brauche dich auch nicht mehr. Ich verstehe halt nicht, warum ich jetzt an Land bin. Und ich bin froh, dass das geklappt hat, weil sonst wäre Silembrim ziemlich down. Das erinnert mich an, ne? Heilen wäre doch nicht mal schlecht. Ah ja, vor allem Italian könnte man mal heilen. Da wäre sogar ein Hypertrank angebracht. So. Wow. Alright. Und dann einfach noch ein Beleber. Ja, ich muss echt wieder Beleber kaufen. Ich habe ja fast gar keine mehr. Alright. Sehr schön. Dann hier war doch noch ein Item, genau, ein Top-Elixier. Füllt die AP aller Attacken eines Pokémon wieder vollständig auf. Route 9. Oh, nein, da wollte ich noch nicht weit. Ah, hier geht's also weiter. Okay, good to know. Wie schaffe ich nur, dass meine Agristola beim Schwimmen nicht sofort aus die Puste ausgeht? Ach, komm. Und sie ist wieder so eine kranke Irre, die hier im Bikini rumläuft. Also ich meine, jedem seins, wenn man im Winter meint, im Bikini rumzulaufen. Aber gut. Wieder alles nur effektiv. Naja, ist wurscht. Ich denke mal, Geradax wird jetzt wahrscheinlich wieder down gehen. Ah ja. Ich glaube, ich wechsle, weil das ist mir zu blöd. Ah, es geht sogar, was Damage angeht. Gut. Dann ist das super. Gut, dass ich den Pokédex jetzt Eintrag habe. Dann kann ich schnell gucken, wo was gut ist. Ja, Drache. Oder, ne, Elektro. Gut. Riffexig habe ich eh irgendwie jetzt schon langsam vermisst. Deswegen... Kannst du dich auch mal zeigen und mir showen, what you can. Bestes Englisch der Welt, I know. Ja, ist in Ordnung. So, mal wieder Overdrive. Weil es einfach eine coolere Attacke ist als Ladungsstoß. Natürlich. Einmal setze ich was Krasses ein. Dann die Rizoni.
Au, oh, von Hagelkörnern wirst du getroffen. Mensch, würden Hagelkörner doch immer am Anfang einer Runde. Was ist das jetzt? Er schützt dich schon wieder, kann es sein? Ja, ach, oh, come on. Jetzt hat sich kein Overdrive mehr ein. Und wetten jetzt genau, wird das aufhören, sich selbst zu schützen. Oder es macht es so lang, bis ich nichts mehr was sehr effektiv einsetze. Ah, jetzt habe ich aber auch Anfang. Bei auch immer. Sehr schön. Ich hätte ja einen Hit hat's gebraucht. Ah, nervig. Ach, Manu. Sind das etwa die Grenzen der Wasser-Pokémon? Nein, eigentlich nicht. Wasser-Pokémon sind geil und stark vor allem. Merkt ihr das? Oh Gott, ich will hier nicht die ganzen Pokémon ansprechen. Da hinten geht's aber noch weiter. Also das ist echt Tipps für Trainer. Beim Fangen eines Pokémon kann es vorkommen, dass der Ball nur ein einziges Mal wackelt. Dieses Phänomen trifft häufiger auf, je mehr Pokémon gefangen werden. Man nennt das Superfang. Dadurch, dass Pokémon leichter gefangen werden kann. Okay. Ah, bin ich jetzt wieder hier? Ja, gut. Na wenigstens, ich sehe langsam mal ein Ende. Gehe ich jetzt aber erstmal hier nach... hier längs. Perfekt. Das ist das Ende. Tschö, Sir Chester Bucht. Mit einem Schützer. Ein schützendes Item, steif und schwer. Das Lieblingsstück bestimmten Pokémon. Als ob. So, dann du willst auch noch kämpfen. Am Schwimmen bekommt man Muckis. Und mit Muckis teilt man Attacken aus. Wetten, er hat jetzt dieses Okta hier halt. Das neue Gen 8 Pokémon. Oh nein, echt? Wow. Ja, Austus ist halt hart, könnte man sagen, aber sonst. Und ich sollte, glaube ich, echt mal wechseln, weil an erster Stelle ist das nicht so geil. Ich nehme einfach mal Draffel, komm, das kriegst du schon hin. Würde ich sagen. Oder? Superschall. Oh, das ist wie Kung-Fu-Strahl. Ja, oh, Manu, ich hasse verwirrt sein. Ich bin froh, dass die Route langsam zu Ende geht, muss ich mal ehrlich sagen, weil die ging jetzt schon extrem lang. Bitte triff dich jetzt nicht selber. Oh mein Gott, bin ich glücklich. Das ist ein super krasser Angriff einfach. Den haben wir ja von einem alten Mann erlernt bekommen im Sir Chester. Und ja, ich kann es empfehlen, da auch hinzugehen, weil es echt krass ist. Geradax, Konter. Nee. Oh, Moment. Tackle. Fast vergessen, weil Tackle ist ja wohl mit Abstand die unnötigste Attacke. Vor allem langsam sind wir ja im Late Game und ja, da kann man auch schon mal auf Tackle verzichten, würde ich sagen. Habe ich jetzt eigentlich schon gewechselt, meine Pokémon? Ne, guck an. Was da nach oben? Ja, komm, Drapfel. Passt schon. Also, jetzt bin ich durch mit der Runde. Ne, noch nicht ganz. Einmal fehlt uns noch. Ich hatte gerade eine kleine Pause bereit für den nächsten Kampf. Na, wie sieht's denn aus? Für dich doch immer, Petra. Remoraid. Alright. Ach ja, was soll das schon uns tun? Ja, oh mein Gott, es ist ja... Genau, habe ich mir gedacht. Gravitas und ich hoffe, dass es jetzt one-shottet, weil dann könnte ich genauso die Drachenfähigkeit machen, weil die one-shottet eh gefühlt alles. Ja, Gott sei Dank. Ach, Drapfel, du ballerst schon krass rein heute. Und es war nicht eine schlechte Idee, ihn an die erste Stelle zu packen. Ja, okay, sie hat also noch ein Pokémon. Octillery. Juckt mich nicht. Ist genauso dasselbe. Kommen wir dasselbe Phänomen. Mal gucken, ob es genauso passiert. Wieder ein Apfel fliegt runter und Piu. Ja. Ziemlich einseitig dieser Kampf. Aber ich mag jetzt sowieso langsam mal was Neues sehen. Bedeutet die Spikefort. Die neue Stadt. Ich sehe tatsächlich noch eins. Wow, du bist bis jetzt die Stärkste. Aber ich bleibe weiterhin, weil irgendwie sind ja alles Wasser-Pokémon, ne? Ja. Alle, die ich heute so entwickelt habe, ja, wenn das genauso effektiv ist, dann nehme ich natürlich Draco-Meteor. Wow, das hat mich ernsthaft verfehlt. Ey, soll ich was sagen? Ich riskiere es jetzt einfach. Ist es ihr letztes jetzt? Ich schau mal kurz, ja. Ach so, nur 90% genau. Ich erwähne, du verfehlst die. Ja, Gott sei Dank. So, jetzt riskiere ich einfach mal, dass das one-shottet. Was gefühlt bis jetzt alles? Oh, shit. Drapfel, I'm so sorry, but you...
You die. Aha, das tut weh. Silenrim, ja, würde ich schon packen. Ist das überhaupt eine Sie? Ja, tatsächlich. Passt auch viel besser. Muss ich sagen. Zauberschein. Nein, es schützt sich wieder. Oder? Nee, tatsächlich. Hä, was bringt ein Wasserring? Eine Feuertreffer auch noch dazu. War wahrscheinlich nicht mal nötig, aber gut gemacht, Silenrim. Alright. Ich bin eine Meerjungfrau. Ich will zurück ins Wasser. Ah ja, okay. Dann störe ich dich mal nicht weiter. Oh, da ist noch ein Item. Das gute Auge sieht ein Fläschchen AP. Den Baum muss ich jetzt mal nicht schütteln. Ich meine, wir haben echt genügend. Ich mag jetzt lieber langsam mal anfangen. Ja, genau. Und zwar hier längs zu gelaufen. Ah, wir sind auch direkt in Spikefold, wie ich sehe. Ja, tatsächlich. Wow, das hätte ich nicht gedacht. Aber gut, ein Scope-Linse. Ein Item, das Pokémon zum Tragen gegeben werden kann. Volltrefferquote. Krass. Oh, das sind gleich zwei hier. Für was denn? Und wo geht's hier? Ich probiere es einfach mal. Wo komme ich hier raus? Tunnel 9. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir hier schon hin sollten. Ich bekämpfe einfach mal die hier. Und ich glaube, jetzt kann ich langsam mal wieder... Ach komm, Silenrim, du darfst auch mal. Zwei auf einmal, Gott sei Dank. Singt und tanzt, ey. Ja, meine Pokémon sind die glücklichsten, wenn sie tanzen. Doppelkampf. Könnte ich mal eigentlich nicht denken. Duo, Gavin und Ella. Riffix in der Hochform, jetzt seht ihr es auch mal. Zwar sehen wir jetzt leider nicht die Tiefform, aber ist ja wurscht. Vorahnung von Silenrim wirkt. Geht da irgendwas auf beide? Ich schau mal. Nee. Dann, was ist nochmal effektiver? Ah ja, okay. Auf Reflex damit. Und... Konter. UTMC doppeltes Schaden. Oh, nice. Das probiere ich jetzt einfach mal. Nee, geht aber gar nicht. Schlecker. Nee, ist ja gar nicht. Kopfnuss auf auch Reflex. Damit Reflex vielleicht schon mal mit Glück aus dem Spiel ist. Ja, könnte hinhauen mit einer sehr effektiven Attacke. Zwei Drittel aller Leben. Aber Geradax ist auch jeden Moment weg. Also ja, gut. Lockduft. Ist das ein Fee-Pokémon? Was wirkt da? Ausweicher. Okay. Nimmt mich sowieso eigentlich nicht. Ja, Reflex stirbt. Perfekt. Dann ich schätze mal, solche Tänzer haben nichts weiter. Oder? Aber gut, Silenrim war anscheinend keine schlechte Entscheidung. Nee, haben sie auch nicht. Dann dasselbe nochmal, könnte man sagen. Und ich setze einfach meine Stand... Wow, Standpauke sollte ich gleich vorher einsetzen, aber gut. Ja, macht jetzt nicht wirklich viel Damage. Ich hoffe, Marakamba lässt das Leben, das wäre super. Ja, tatsächlich. Das ist jetzt ihr Problem, muss ich ehrlich gestehen. Was heilt sich wieder hoch, ne? So, ja, das ist super. Und jetzt heißt es nochmal und Kopfnuss auch auf Marakamba. Und jetzt hoffe ich, dass sie auf jeden Fall down geht, auch wenn sie sich... Ach so, oh mein Gott, wie gut ist das denn? Ja, okay, es kann nicht zurück... Das war ja echt perfekt, wow. Dieser Kampf war so schön mit Risiko und allem drum und dran, aber am Schluss einfach rundab perfekt, würde ich sagen. Yo, yeah, Pokémon-Attacken, alles im Topf, so viele Glücksgefühle verliere ich in meinem Kopf. Oh, tanzen ist definitiv fröhlicher als kämpfen. Okay. Nee, ich brauche jetzt kein Pokémon. Ist ja auch sonst nichts. Für was habe ich das denn gemacht? Ja, dann will ich wenigstens den Baum schütteln. So, zweimal. Meine Devise ist ja mal fünfmal. Aber viermal passt auch. Ich habe eh genügend Bären. Zwei Salka-Bären und zwei Prunus-Bären. Ich schätze mal, die sind auch regionbedingt. So, denke ich mal. Es geht da ab. Oh, da ist ein Challenger. Route 9 und da ist Spikefold. Ganz ehrlich, ich... Ach so, okay. Anscheinend doch nicht. Ich wollte jetzt eigentlich noch dieses eine Pokémon, aber gut.
Meine Güte, wir kommen einfach nicht nach Spikeball rein. Wie lange soll das denn noch dauern? Wie sollen wir denn jetzt unser Unlichtarena-Leiter zum Kämpfen herausfordern? Wir haben doch die Rolltür runtergelassen. So kriegen wir den nächsten noch nie. Hey Noni, hier drüben. Ach, wir dürfen jetzt da rein als Einziger, oder was? Ich wollte eigentlich noch das eine Pokémon fangen, aber jetzt hat sich's einfach verpisst, deswegen, ja. Lass ich's halt. So, ach cool, nice, so ein Secret-Eingang für uns. Ah, okay, ich habe eigentlich gedacht, wir dürfen da lang. Oh nee. Gut, Mary, na, Moment mal, dann will ich lieber doch nochmal meine Pokémon heilen, weil bis jetzt mussten wir eigentlich immer kämpfen gegen sie, wenn wir sie gesehen haben, deswegen riskiere ich mal lieber nichts, ich sag's mal so. Hypertrank. Stimmt, war gar nicht nötig, aber hier auf jeden Fall. Und jetzt noch Siliumriemen. Und falls ihr euch denkt, warum Snomnom so viel Leben hat, ich habe ihn in ein Bootcamp geschenkt. Oder wie man das nennt. In ein Camp. Spikeford ist meine Heimatstadt. Ich kenne diese Gegend wie meine Westentasche. Deshalb weiß ich auch, dass es hier einen anderen Weg in die Stadt gibt. Wenn du die Stadt willst, könnten wir theoretisch reinschleusen. Aber da wir Rivalen sind, musst du zuerst einen Kampf besiegen. Ja, ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst, einfach nur. Und da ist auch die Pucke, ist da allerdings. Wir haben uns beide als Arena-Challenger bis vorhin bekämpft. Und wie dir ja jetzt schon mal gesagt habe, respektiere ich dich als meinen Rivalen. Aber für mich hängt viel mehr davon ab, dass ich gewinne. Ich darf einfach nicht verlieren. Okay, Mary. Hauptsache, dein Fangemeinde ist wieder da und ich weiß immer noch nicht, was mit dir los ist. Deine Story erfahren wir anscheinend hier in Spikeford. Ich bin gespannt. Wird auf jeden Fall ein Kleoparda an erster Stelle. Ich weiß gar nicht, ob Drapfel jetzt da so gut ist. Damit du es weißt, ich bin stärker geworden. Ich werde all meine Gegner fertig machen. Ich liebe ihre so ruhige Stimme. Ja, ich weiß, dass ich das immer sage, aber ich mag es trotzdem, wie ich sie redet. Und ich mag sie wirklich gerne. Mary ist bis jetzt so einer der coolsten Leute aus Pokémon, die ich so gesehen habe bis jetzt. Oh nice. Also Kleoparda ist schon mal auf jeden Fall weg. Das habe ich nicht mehr erwartet, aber das freut mich natürlich. Poggyquarks. Kenne ich nicht. Ich bleib mal dabei, weil ich ja noch nicht ein Leben verloren habe. Und vielleicht hat sie alle Pokémon, die schlecht gegen Drachen sind. Wieso hat das jetzt eigentlich 2 gekostet? Naja, egal. Noch einmal Draco. Was? Drapfel kann aufgrund... Nochmal, was stand da? Drapfel kann aufgrund Folterknecht die Attacke nicht 2-mal hintereinander. Ah ja, dann kommt halt Drachenstoß. Von mir aus. Naja, gut gemacht. Oh mein Gott. Und ich glaube, das Pokémon ist an sich echt... Oh, danke. Angriff steigt, aber dafür bin ich verwirrt. Damit will es wahrscheinlich bezwecken, dass ich mich übel krass damage. Was macht Flügel-Damage eigentlich? Ah, okay. Ah, jetzt kann ich aber wieder das andere angreifen. Ich habe bloß irgendwie... Safe, ich treffe mich jetzt selber, dann kann ich das nicht mehr angreifen, ne? Das wäre so klar. Nee, oh mein Gott. Wow, das habe ich jetzt nicht mal erwartet. Und dass Drapfel so stark mal wird, das habe ich eigentlich ehrlich gesagt auch noch nie erwartet. Okay, das war nicht sehr effektiv, wie es scheint, ne? Naja, Gift-Typ auf jeden Fall. Und das wird sehr effektiv, ja. Ah, ich wechsle dann, glaube ich, mal lieber auf was ist aber gut gegen Gift. Das weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt. Oh mein Gott. Erstmal wechseln auf jeden Fall. Silembrin. Vielleicht Psycho. Ich teste mal aus. Ah, die Musik von Mary gefällt mir wirklich. Das ist super. Vorahnung. Er schaudert. Und was bringt jetzt eigentlich? So, gucken wir mal, ob ich... sehr effektiv. Dann... Ich mache einfach mal Psychokling. Ich hoffe, dass ich anfange. Okay, ich bin schon mal dann weg. Sorry, Silembrin. Schade, dass du keine Robustheit hast. Ah, ja, okay. Sie ist doch gar nicht so schwach mehr. Muss man hier lassen. Das Problem ist, Nomnom kann ich auch kaum zum Fight benutzen. So, Intellion, du weißt ja, du bist meine Hoffnung jede Zeit. Deswegen hoffe ich auch, dass du es jetzt mal wieder durchbekommst. Irgendwas zusammenwurschtest und... Was war das denn jetzt? Trockenheit wirkt.
Wer ist ein bisschen schläfrig? Ja, geil. Wem soll ich denn jetzt sagen? Ich kann nur mit Riffex eigentlich angreifen, weil Wasserattacken gehen anscheinend nicht. Dann hoffe ich mal, Riffex wird nicht direkt sterben. Sonst habe ich wirklich ein Problem jetzt. Angeberei. Ja, okay. Nice. Och, Mann, ist das nervig. So, Overdrive. Du hast mich noch nie, ja. Noch nie so, ich sag mal, enttäuscht. Ja, aber Riffex enttäuscht mich gerade. Und zwar hardcore. Jetzt muss ich mich heilen. Hypertrank. Muss sein. Gott sei Dank darf ich anfangen, ne? Und Gott sei Dank kann es mich nicht one-shotten. So. Tiefschlag. Ah, Gott sei Dank fehlgeschlagen. So, jetzt habe ich mal, dass ich wenigstens einmal angreifen darf. Das wäre super nett. Overdrive. Ja, jetzt macht es aber nicht mal mehr so viel Damage. Komm schon, Riffex. Das schaffst du doch wohl. Ja. Jetzt muss ich nur noch effektiv sein. Jawohl. Puh. Das wäre sogar jetzt ohne Riffex echt hart geworden, muss ich sagen. Irokex. Warte mal, wie viel Leben hat es? Ah ja, gut, ist noch vor der Intellion. Dann tue ich Intellion nochmal. Und ist das jetzt der letzte oder vorletzte? Warte, ich habe 3 besiegt, glaube ich. Und dann heißt es jetzt noch 1, oder? Ist überhaupt Irokex? Ah ja. Die Gnase jetzt tatsächlich noch 2, weil sie... Jetzt habe ich jetzt 2. 2 erst besiegt, das hätte ich nicht gedacht. Das ist super, ja. So gefällt mir ein Kampf. Ja, definitiv. Noch ein Präzisionsschuss hinterher und Marys drittes Pokémon ist down. Das zweite hat mir wirklich gerade ein bisschen Probleme bereitet, muss ich mal so zugeben. Da habe ich schon ein bisschen, ja, gezittert. Vielleicht etwas Pipi in meiner Hose. Morpeko, endlich setzt diesmal ein. Das ist ein Elektro-Pokémon und ich weiß gerade nicht, was Elektro-Gänge. Elektro ist ja wohl kaum gut, aber ich nehme jetzt einfach mal Geradax, obwohl es überhaupt nicht stark ist, aber es ist das einzige Pokémon, wo noch so Bull ist und ich weiß, okay, vielleicht kann es vielleicht irgendwas ausrichten. Von meinem Rivalen habe ich nichts anderes erwartet. Du weißt schon, wie du mir einheizen kannst. Ja, ja, genau. Morpeko Level 44. Ah ja, guck mal an. Ich kann auch sowieso nur Kopfnuss, da das ist ja sowieso erstens Euterknecht. Also, Kopfnuss ist eh die stärkste und alle anderen sind uneffektiv. Ja, es ist in Ordnung. Stimmt, jetzt wird es ja zu Unlicht. Das könnte man auch ausnutzen. Aber es ist mir zu blöd, jede Runde zu wechseln. Ist nämlich wahr, dann mache ich jetzt Konter. Passt schon. Das ist eine Attacke von Arena Challenge Damir. Ganz besondere Attacke von Mary. Funkensprung. Sogar echt krass, ne? Ich gehe jetzt auf Riffex. Ich habe mich davon überzeugt. Und ich weiß jetzt, warum danach ein Pokécenter kommt, weil das ist ja echt krass, dieses Pokémon. Ich würde aber auch gerne eins nehmen, muss ich sagen. Sehr effektiv. Wie viel Damage? Ach, Snomnom, bitte, bitte nicht direkt sterben. Das wäre super nett, weil dann kannst du vielleicht auch mal was erreichen. Ich setze dich gerade zum ersten Mal ein. Funkensprung. Es lebt. Oh mein Gott. Wie viel Damage macht? 50. Ja, ist jetzt nicht so geil. Okay, ich bin sowieso down. Du hast ja richtig gut was erreicht, muss man schon sagen, ne? So. Mich juckt das jetzt nicht mehr, Morpeko. Das ist einfach nur sterben, ja? Denn Mary, lass mich doch einfach mal rein in die Stadt jetzt. Ja, Gott sei Dank. Hätte ich gleich machen sollen wahrscheinlich. Naja. Oh wow, was sollte das denn? Mein Pokémon konnten ja gar nicht richtig zeigen, was sie haben, drauf haben. Tja, Mary, leg dich nicht mit mir an. So langsam verstehe ich, warum mein Morpeko so interessiert an dir ist. Du bist wirklich stark, aber eins sage ich dir. Ich werde meine Freunde aus Spikeford aufheitern, indem ich gewinne. Vergiss das nicht, ich werde alle 8 Orden sammeln und erneut gegen dich antreten. Beim Chap Cup bekomme ich die Revanche. Nun wird es Zeit, mein Versprechen einzuhalten. Los, mir nach.
Ja, okay, ab nach Spike World und anscheinend hoffentlich auch. Ah ja, jetzt kommt erstmal natürlich die Cutscene, aber hoffentlich auch. Das sieht ja sehr verranzt hier aus, muss ich mal ehrlich sagen. Aber gut. Spike World. Die chaotisch an der gereihten Läden verleihen dieser Stadt ihren punktierten Charme. Okay. Good to know. Oh lol, hier sind sogar auch nur Team Yell. Ja, also ist das definitiv die Team Yell-Stadt. Ey du, wag es ja nicht, Marys Mopeke zum Weinen zu bringen. Kann das weinen? Ich dachte mir schon, dass ein Trainer, der einst bis nach Spike World geschafft hat, eine bestimmte Aura erstrahlen könnte. Du bist hier, daran können wir wohl nichts ändern. Dann geh nun zum Netz voraus. Okay. Hauptsache, sie tut mir echt leid, dass sie hier arbeiten muss. Muss ich ja ehrlich gestehen, ne? Ich halte einfach mal meine Pokémon. Und ich würde sagen, ich mache jetzt was, was ihr vielleicht so nicht erwartet. Kein Problem. No problem. So. Und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte jetzt mal einsetzen. Und zwar auf Geradax, weil ich will einfach sehen, wann es sich entwickelt. So, mal gucken. 1, 2, 3, 4, 3 Level. Ja gut, dann passt ja. Verwöhner. Nee, das ist eine Kack. So, kannst du dich jetzt mal entwickeln? Nein. Serious, wann entwickelt sich denn dieses Geradax? Muss ich mal nachgucken. Ich würde aber sogar sagen, im nächsten Part werden wir uns hier weiter umschauen. In Spikefall, Team Yell wahrscheinlich besser kennenlernen. Und hoffentlich auch schon die Arena machen. Bis dahin und tschüss.